Auf in den Kampf, liebe Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten auf YouTube zu einer neuen Runde hier Minecraft Survival. Und natürlich für alle die Info, heute Abend sollte, wenn nichts dazwischen kommt, natürlich immer, sollte eigentlich wieder Livestream sein, ne? Heute Abend live auf Twitch, 7:45 Minecraft. In der Hoffnung, dann in unserer Homebase wieder zu sein, ne? Die Nacht haben wir jetzt fast überlebt. Ich würde jetzt hier gleich, da hinten sehen wir schon mal die erlösenden Rottöne im Morgen, also das Morgenrot hier. Dann noch ein paar. Gucken, was hier alles gespawnt ist. Schon eine Menge, ne? Okay. Oh. Alter. Treffen auch nicht schlecht. Hast du dich da gerettet oder was? Bleib ruhig da. Brauch dich hier nicht. So, es wird aber hell. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier mal wieder ein paar Fackeln mit, damit wir den Weg einfach noch ein bisschen markieren können, den wir latschen. Weil jetzt irgendwie alles komisch passiert. Dann haben wir zumindest noch eine kleine Wiedererkennung hier, ne? Hier ist ja schon eine, dann geht das irgendwie in die Richtung weiter. Da sehen wir da hinten Fackeln. Das ist immer ganz gut, wenn man sich so den Weg so ein bisschen markiert. Brennt aber, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Atrax. Hast du nicht gesehen. Weiter geht's. Also in die Richtung, genau. Da geht die Sonne auf. Ich reite jetzt nochmal bis zum Nullpunkt, also 700 Blöcke in die Richtung ungefähr. Aber irgendwie über Umwege, ne? Weil hier so zerklüftetes Land ist, da kann das Pferd ja schon wieder nichts mit um. Hier reiten wir jetzt aber weiter ins Minus. Ne, geht eigentlich. Sagen wir mal einfach so ein bisschen hier. Da wo das Pferd sich gut bewegen kann. Gehen wir jetzt hier mal hoch. Loch. Sind wir schon mal 460. Also ich freue mich auf den Moment, wo ich, muss eigentlich hinter der Wüste da vorne sein, oder? Wo ich die ersten Texturen, Konturen, wollte ich eher, ne, die ersten Konturen von unserer ersten, also Homebase zu sehen sind. Ja, hier kommst du auch schon wieder nicht ordentlich rüber. Na doch. Also, Abcheckung. Hier sind wir auf 200. Bei 200 müsste man eigentlich schon was sehen. Wenn wir jetzt noch auf der anderen Achse jeweils... Juhu, Freudensprünge ab in die Schlucht hier vorne. Ja, genau. Auch echt fies hier. Home sweet home, liebe Leute. Hier erwarten uns Gewächshaus mit prall gefüllt hier wachsen Kartoffeln und Weizen. Hier nochmal. Nochmal ein Stück zurück hier. Warte. So, einmal runter vom Pferd. Aber um das Ganze hier nochmal aufzufangen. Aber passt was gar nicht alles drauf, ne? Aber hier kann man es nochmal so ungefähr sehen. Wir haben es geschafft. Also schön, schön, dass wir es doch wiedergefunden haben. Home sweet home. Lang, lang ist her, ne? Echt lange her. Vierte.
Also 3-4 Wochen. Mindestens. Na, und hier ist auch noch Luft nach oben, ne? Was die Baufortschritte angeht. Hier hätten wir auf jeden Fall kein Problem, an Federn zu kommen. Jo, du gehörst hier rein, ne? Dein Stall. Nee, nee, nicht raus. Du bleibst hier drin. Zack. Oh, unser schöner Teich hier, Fischchen. Da werden wir uns auch nochmal einen anderen Boden vielleicht überlegen. Macht das ja auch Sandboden drin. Vielleicht Quarz? Netherquarz? Pass auf die Mörderhühner auf, ja. Was ist denn mit Netherquarz hier für den Boden? Ist eine schöne Idee eigentlich, oder? Schön weiß, hell. Hab aber keinen mit. Das ist auch schick geworden, doch. Das mir gefällt's. So, stimmt. Hier war ja auch eigentlich noch, jetzt fällt es mal ein, Keller, ne? Hier habe ich auch noch keinen Keller. Und so lange her, wir haben hier so viel Zeugs. Genau, hier ist alles, oh, guck mal doch, hier, Netherquarz, nices Ding. Da können wir gleich richtig mit anfangen und ohne Ende schrottige Schwerter, weil die uns ja alle angegriffen haben, da die Bekloppten. Ganz viel Glowstone-Staub. Na. Das so? Ich weiß es nicht. Aber das wäre ganz lustig mal. Haben wir irgendwas Grünes? Nee. Aber so könnte man doch schön was Grünes machen. Hier wollte ich doch nicht mit dem Keller anfangen. Ich weiß nicht, was das für eine Idee war. So, hier haben wir ganz viel Fleisch. Können wir einen Stack voll machen. Hier Schwein. Ne, was ist das? Ach, das ist Steak, das ist Rind. Der Räucherofen. Was kann denn der Räucherofen? Könnt ihr mir das, wenn es jemand denn, der gerade am Start ist, weiß. Was kann der? Was kann der räuchern? Ach so, hier. Der macht einfach nur das, was ein normaler Ofen auch macht, oder was? Aber halt anders, oder wie? Oder der kann halt nur Fleisch, also nur Nahrungsverarbeitung. Glas. Glas. Fleisch. Glas. Oh, ich habe null Kohle, aber Kohle, weiß ich noch, hatten wir mal irgendwo hier. Oh, da waren auch hammer viele Federn, habe ich gerade gesehen. Eisenblock. Alles, Leute, in Hülle und Fülle. Hey, kommt hier mit rein. Ja, Federn können wir gleich einmal komplett verarbeiten mit hier Pfeile. Da hatten wir noch extra Feuersteine mitgenommen. Federn und wo sind die Stöckchen da? Haben wir hier zumindest wieder 84 Pfeile. Das ist ein anderer Schnack. So, das mal wieder zusammen. Die noch mit dazu. Aber auch hier ist, glaube ich, so ein bisschen die Ordnung abhanden gekommen, oder? Auch ich weiß nicht, was mache ich mit so schrottigen Bogen denn? Der Räucherofen ist ein Block ähnlich zum Ofen, der jedoch Nahrungsmittel doppelt so schnell zubereiten kann wie ein normaler Ofen. Ah, danke für Info. Danke, danke. Eisenklumpen waren nicht auch. Nee, hier waren nur Goldklumpen. Bauen wir irgendwann irgendwas Großes aus Gold, weil wir so viel Gold und Eisen und Hasse nicht gesehen haben. So, das kann ich hier mit rein. Noch Bedarf an Cobblestone. Hier hätten wir welchen. Unwesentlich.
36 TNT. Auch ein bisschen Schwarzpulver, ganz viele Scheren. Wolle, Wolle, Wolle. Ein Banner, unheilvoll Banner. Ich weiß gar nicht, kann ich die irgendwo anbauen, anbringen? Was mache ich damit? Ist das Deko? Oh ja, das ist Deko. Guck mal. Schöner als es in den Truhen einfach rum zu vergammeln, oder? Eis. Geht so, ne? Aber... ja, hier haben wir noch sehr, sehr viel Platz für Truhen und so. Hier kann man auch immer schön irgendwas unter einbauen. Truhen, schön. Dick. Genau, hier unser dicker Zaubertisch. Hier unser kleines, ehrliches Bett. Vielleicht mal ein bisschen Teppich rundherum auslegen. 24 Dias sind hier noch. Vollige Rüstung. Eigentlich bräuchte ich mal so einen Lava-Block, oder? Wo wir das alles immer, diesen ganzen Mist reinschmeißen. Ja, das muss eigentlich müssen einen anderen Boden in den Teich hier rein. Und mehr andere Fische, ne? Glas hatten wir hier Glas mit drin. Ja, das ist hier die Futtertruhe praktisch. Beete, Weizenkörner, Weizen. Hier Schienen und Glas, ne? Hier haben wir noch verhältnismäßig tatsächlich weniger Schienen als auf der anderen Seite, ne? Ist auch lustig, hätte ich nicht gedacht. So, was war noch? Gammeliges Fleisch. Spinnenaugen. Melonenkerne kommt mit rüber. Ja, auch hier, also es ist, zieht sich so ein bisschen durch bei mir, ne? Unordnung. Ein bisschen. Aber jetzt, wo man so weiß, wie es, wo es ist, so ungrob, also es ist nicht weit, ne? Ich hätte jetzt vielleicht die letzten Meter noch ein bisschen markieren sollen, damit wir da wirklich einen schönen Weg haben, aber so einen Schleifstein hatte ich auch noch mit irgendwo gesnackt. Den können wir auch noch irgendwo platzieren. Zum Beispiel. Ja, das hier ist aktuell die Netherbox. Mit besonderem Zeugs aus dem Nether. Haben wir Smaragde irgendwo? Also das ist Essen. Blumentöpfe. Bin ich da falsch, aber egal. Das dann irgendwie, weil es was anderes ist. Achso, die Sensorschienen haben wir hier noch. Reparieren und entzaubern. Also wenn man schlechten Zauber... ach, hier haben wir Netherquarz drin. Wenn wir schlechten Zauber haben, dann kann man den da wieder rauskriegen. So. Hier ist auch ein bisschen Netherrack dran. Netherrack. Wir können noch... kann ich mit Netherrack was machen? Soll ich das in den Ofen packen und irgendwas draus machen? Ich glaube, das habe ich nicht ganz richtig verstanden vorhin, ne? Ja, auf jeden Fall wird es gebrannt. Mal gucken, was dann bei rumkommt. Knochen, Knochen, Mehl. Viel. Dort ist es Fleisch. Pferdeausrüstung. Pferdeausrüstung. Vielleicht mal eine Truhe machen im Pferdestall. Und alles, was Pferd angeht, damit reinschmeißen, ne? Wird aber schon wieder dunkel. Da reicht uns logischerweise eine kleine Truhe. Also hier kann noch eine Truhe hin. Hier kann noch eine Truhe hin. Eier können wir da mal bei Gelegenheit wegschmeißen.
Neter Ziegel. Aha. Da haben wir hier richtige Ziegelblöcke aus Netherstein. Der denn aus? Aber auch ein ganz feiner Stoff. Und der ist ja auch ziemlich leicht zu kriegen, ne? Fast leichter als Ton. Aber irgendwie, ach so, wenn ich diese Ziegel habe, daraus kann ich jetzt wieder irgendwas bauen, ne? Habe ich das richtig verstanden? Also hier Rüstung zum Beispiel, Helm oder hast du nicht gesehen? Ich würde sagen, wir legen uns nochmal schlafen im Bett. Da ist doch am bequemsten. Ach komm, ein bisschen noch. Ariel, danke für den Follow. So. Guten Morgen. Also hat was, ne? Der Baustoff, den werden wir bestimmt ähnlich verarbeiten können wie auch. Genau, da können wir Platten draus machen, da können wir Treppen draus machen. Zaunelemente. Ein bisschen satterer, kräftigerer Grün. Rot. Boom. Müssen wir nur das hier nehmen und in den Ofen schmeißen. Das ist ja schon mal nice to know. Wieder was gelernt. Super. Danke, danke. Und Punkte für den Super Sunday könnt ihr raushauen, natürlich, klar. Danke euch. Das schmeißen wir hier noch mit rein. Da müssen wir wieder rüberreiten, alles holen an Schienen, ne? Dann wissen wir, wie viel wir haben. Ich dachte, wir hätten mehr. Aber es ist nichts in anderen Truhen, ne? Hier ist noch Glas. In der Perle ist natürlich auch ein bisschen was Besonderes, aber Glas kommt dann hier mit rein. Beides natürlich. Kleine Steine, weiße glasierte, hellgrüne Keramik. Wenn ich da angekommen bin, muss ich mal mitgeschleppt haben. Ne? Die verarbeiteten Steine. Holz, 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 Türen inklusive und so weiter. So, Redstone, Redstone, Redstone. Allein wie viele Redstone-Blöcke wir haben. Unglaublich. Hier haben wir das Markte, genau. Und Tintenbeutel. Und noch ein bisschen Bücher und auch Schrott. Ja, da überlege ich gerade, was machen wir so aus diesen Bereichen hier vorne, ne? Hier grün, da grün, da muss auch noch irgendwas passieren. Vielleicht auch. Einfache Hecke einfach nur rundherum. Da irgendwas muss hier noch passieren. Also hier sind wir ja auch noch nicht so richtig vorangekommen. So, Sattel, 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 Rüstung, Rüstung. Schon schöner mit Weiß, ne? Ich weiß nicht, ob wir das komplett weiß machen sollten oder auch versuchen, so eine Art Muster. So, und hier so ein kariertes. Ja, Fisch, hier kommt ja nicht raus. Eigentlich sollte ich auch eher vermehren. Also vielleicht machen wir wegen der Optik halber das gleiche nochmal hier, ne? Dass es wirklich so ein richtig großes Quadrat ist. Und ja, dann würde ich eigentlich überlegen,
Entweder muss man das ganze Land hier aufschütten. Oder man geht halt hier in einen tiefer, so treppenmäßig, ne? Stufe tiefer. Und wir wissen ja auch immer noch nicht, wie es in die Richtung weitergeht, ne? Wenn man 2000 Blöcke weiterdenkt. Da kann auch einiges kommen. Aber das kommt dann erst nächste Woche, liebe Leute. Denn wir sind am Ende. Aber wir können auswerten, ich habe überlebt. Also, da sind ein paar Punkte im Pott. Danke an alle, die geglaubt haben, dass ich überlebe. Ihr lagt richtig. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Schön ist das. Genau. Ergebnis wird ausgewertet. Da kommen noch ein paar Punkte rein zum Super Sunday. Letzte Chance, dann nochmal Punkte rauszuhämmern, wenn ihr wollt. Ja, ganz anderer Baustil hier, ne, im Vergleich zu unserer Villa am Strand da. Aber auch schön die Ecke. Hat auch was. Ich würde sagen, auf jeden Fall für YouTube auch schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, dann geht es hier im Livestream eigentlich nach Plan heute Abend schon weiter. Ansonsten folgentechnisch. Am Dienstag. Mal schauen, was uns dann erwartet. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Bis dann. Vielen, vielen Dank und tschüss.